mein Name ist Mona und ich bin die Lärmsreferentin beim ASTA. Moin, ich bin Pascal und euer ASTA-Referent für Studium und Lehre. Ja, denn mit der vergebenen Frist 5 wurde außerdem ein Prüfungsrechtsverhältnis in diesem Modul eröffnet. Damit gelten nun alle Regelungen für Wiederholungsprüfungen. Das heißt, dass die Modulprüfung zum nächsten Wiederholungsprüfungstermin angetreten werden muss, da ansonsten ein Nichterscheinen mit einer nächsten 5 sanktioniert wird. Ja, auch der Verbesserungsversuch bezieht sich immer auf das gesamte Modul. Das heißt, dass beide Prüfungsleistungen wiederholt werden und bestanden werden müssen. Am Ende zählt dann die bessere Note. Weil Prüfungsanmeldungen bis 14 Tage vor dem Prüfungsbeginn wirksam zurückgenommen werden können. So haben Studierende die Möglichkeit, die Prüfungsanmeldung wirksam zurückzunehmen, wenn der Prüfungstermin für sie nicht realisierbar ist. Über alle Anträge, die nach Inkrafttreten der neuen Regelung eingereicht werden, wird natürlich auch auf Grundlage dieser neuen Regelung entschieden. Nö, die Umkehr gilt erst für den Wechsel ab dem Sommersemester 2020. Die neue Regelung betrifft alle Prüfungsrechtsverhältnisse, die zum Zeitpunkt des Wechsels noch offen sind. Entscheiden sich die Studierenden dafür, vom Prüfungsrechtsverhältnis endgültig zurückzutreten, so haben Sie im neuen Studiengang wieder alle Prüfungsversuche. Entscheiden sich die Studierenden jedoch dafür, das laufende Prüfungsrechtsverhältnis weiterzuführen, so können Sie die Leistung im Falle des Bestehens im neuen Studiengang anerkennen lassen. Im Falle des endgültigen Nichtbestehens allerdings verlieren die Studierenden auch im neuen Studiengang den Prüfungsanspruch und werden dann auch exmatrikuliert.
Erstmal ändert sich für uns Studierende nicht so viel. Langfristig soll die neue Regelung dafür sorgen, dass konsistentere Entscheidungen im Prüfungsgeschehen getroffen werden können.